Das finde ich ja richtig cool. Hallo und herzlich willkommen hier auf Barfußlaufen TV. Mein Name ist Thorsten Ludwig, schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute wird es wieder mal britisch. Und zwar haben wir aus England, aus Yorkshire, Tested and Designed, die Freed-Schuhe. Und zwar geht es hier um ein neues Modell, was ganz neu im Programm ist. Und zwar ist es das Modell Freed Elgon. Dieses Freed-Modell Elgon habe ich jetzt schon eine ganze Zeit lang an. Wir haben den Schuh in zwei verschiedenen Farben. Ich blende es auch gleich ein. Das hier ist, wie man unschwer erkennen kann, die Farbe Braun. Und ich habe ihn hier in meiner Größe in Schwarz an. Aber hier Schwarz auf Schwarz sieht ein bisschen blöd aus. Deswegen das Video mit dem Schuh in Braun. Er trägt sich wirklich sehr gut, das vorab. Ich habe ihn ja schon eine ganze Zeit lang an. Wir gehen gleich durch den Schuh und diesen Schuh gibt es für Damen und für Herren. Den Schuh gibt es ab Größe 37 bis, ich glaube, Größe 47. Ja, wie immer beginnen wir auf der Rückseite des Schuhs und da sehen wir die Sohle, die bekannte Sohle, und zwar die Multi-Grip-Sohle von Freed. Ich muss sagen, sie hat einen wirklich tollen Kontakt zum Boden. Ich habe hier so ein ganz klein bisschen eine Unebenheit und auch die spüre ich. Man spürt die Rillen, also es ist wirklich die gewohnt gute Sohle von Freed. Der Schuh ist vorne breit geschnitten, das finde ich besonders gut, und er hat einen Blattschnitt. Das heißt, hier vorne, das ist praktisch ein Teil geschnitten hier wie ein Blatt. Normalerweise hat man hier bei dem einen oder anderen Schuh so Flügelkappen, das nennt man dann Derby, aber das ist ein Blattschnitt. Diese Naht hier vorne, die ihr hier seht, ich zeig's nochmal, diese Naht, die ihr hier seht, die drückt gar nicht, überhaupt nicht. Also überhaupt gar keine Gedanken machen. Ich habe auch einen recht kräftigen Fuß und nehmen wir mal das Papier raus. Und wenn man hier abrollt, da ist also überhaupt nicht zu spüren, dass da irgendetwas drückt. Ich habe ein sehr, sehr angenehmes Raumgefühl hier vorne. Muss allerdings gleich sagen, ich habe etwas unterschiedliche Füße. Mein linker Fuß ist ein ganz klein bisschen größer als der rechte und rechts ist es kritisch, links ist er zu klein. Also ich empfehle, den Elgon tatsächlich eine Nummer größer zu nehmen. Zumal, wenn man abrollt, der Fuß rollt zwar nicht ab, aber ihr wisst, was ich meine, wenn man sich hier den Schuh, wenn der Fuß im Schuh sich bewegt, dann rutscht der Fuß noch ein ganz klein bisschen nach vorne, sodass dieser Schuh beim Gehen dann etwas zu eng ist, zumindest für mich in meiner Größe. Ich habe Größe 46, ich habe 30 cm lange Füße und er ist mir in Größe 46 ein ganz klein bisschen zu eng. Also überlegt, diesen Schuh dann lieber, wenn es knapp wird, eine Nummer größer zu nehmen. Der Schuh hat 1, 2, 3 Lederschlaufen und hier oben eine Öse. Was ich immer besonders schön finde, ist, dass diese Öse auch von innen zu sehen ist. Das heißt, der Schnürsenkel, der rutscht wesentlich leichter durch diese Ösen, wenn man eben nicht nur außen die Öse hat, sondern eben auch innen die Öse hat. Die nächste Besonderheit von diesem Schuh ist eine herausnehmbare Sohle. Ich habe die Sohle jetzt bei beiden Schuhen mit drin. Könnt ihr sie eigentlich mal rausnehmen, da wo der Fuß etwas größer ist. Mache ich doch mal eben. Ja. Natürlich habe ich jetzt noch mehr Platz, einen noch besseren Kontakt. Die Sohle ist gar nicht so dick, das täuscht hier, weil sie so ein bisschen erhöht ist. Die Sohle ist gar nicht so dick, hier sieht man es. Aber ich würde den Schuh in Größe 47 nehmen müssen, das muss ich also ganz ehrlich sagen. Also, ihr seht auch an der Sohle, die Sohle ist sehr schön breit. Das ist eine Sohle von Ortholite. Und zu Ortholite schreiben sie, dass sie sehr langlebig ist, dass sie eine hohe Atmungsaktivität hat. Das ist bei Barfußschuhen ja mal besonders wichtig, weil man hier sehr, sehr viel Bewegung im Schuh hat. Und wenn man sich bewegt, dann wird der Muskel warm. Wenn der Muskel warm wird, wird er feucht. Und irgendwo muss die Feuchtigkeit natürlich hin. Und da braucht man eine gute Einlegesohle oder ein gutes Innenmaterial, was die Feuchtigkeit eben auch vernünftig ableitet. Es ist sehr leicht, gewichtig. Ja, ich weiß gar nicht, ob das überhaupt irgendetwas wiegt. Das ist sehr leicht und es besteht aus 5% recyceltem Gummi. Soweit zu dieser Sohle. Der Schuh ist hier hinten
hatte eine kleine Auskerbung für die Ferse, für die Achillesferse und sitzt wirklich klasse, muss ich sagen. Also an dem Schuh steht nichts ab, da drückt nichts. Der ist innen mit einem schönen Stofffutter ausgefüttert und der Schuh hat wirklich eine ganz, ganz tolle Passform. Ich finde auch die Farbe hier sehr schön. Also dieses Braun finde ich wirklich klasse. Gut, ich habe den schwarzen Schuh jetzt zu Jeans an, sieht gut aus, aber dieses Braun, da bin ich fast ein bisschen neidisch drauf. Ich glaube, diesen Schuh werde ich mir auch in Braun nehmen, weil das ein wirklich toller Farbton ist, wie ich meine. Ja, ein Wort noch zu den Schnürsenkeln. Die Schnürsenkel lassen sich gut und leicht schnüren. Ich trage meine Schuhe ja immer recht locker. Insofern habe ich den jetzt hier kaum geschnürt. Ich habe ihn fast so gelassen, wie er ist. Einen recht lockeren Schnürsenkel. Ich mag das nicht so, wenn das alles so hart und fest am Schuh ist. Wir haben hier vorne eine kleine Schlaufe. Diese Schlaufe sorgt dafür, dass der Schnürsenkel nicht nach außen rutscht, denn wir haben ja einen dreidimensionalen Fuß und immer wenn man geht, rutscht, also das kennt ihr sicherlich auch von dem einen oder anderen Schuh, die Schlaufe, hätte ich fast gesagt, die Zunge hier ein ganz klein bisschen nach außen. Und was ich besonders gut finde, dieser Schuh hat eine Wasserlasche. Wasserlasche bedeutet, ich zeige es mal von der Seite, diese Zunge hier ist angenäht, mal ringsrum angenäht, und zwar bis hier vorne. Bis zu dieser Öse ist dieser Schuh diese Zunge angenäht. Das heißt, sollte Feuchtigkeit von hier oben jetzt reinkommen in den Schuh, läuft sie praktisch nach unten und weg und geht nicht in den Fuß rein. Also ganz geschickt gemacht, finde ich eine ganz tolle Idee. Dann kommen wir zum Wasserabweisungstest. Ich tröpfle hier mal Wasser drauf. Das finde ich ja richtig cool. Jetzt schaut euch das mal an. Hier bleibt überhaupt nichts haften. Also bei diesem Lederschuh hier, das macht so viel Spaß, das kann man sich direkt nochmal angucken. Bei diesem Lederschuh hier, da ist wirklich, da bleibt nichts haften. Also nochmal, diese Schuhe sind nicht wasserdicht, aber ihr seht, sie sind wasserabweisend, wenn man natürlich länger durch hohes Gras geht oder die Grashalme, die nassen Grashalme peitschen hier an das Obermaterial, dann kommt auch da sicherlich irgendwann mal Wasser rein. Aber wir empfehlen natürlich auch immer, die Schuhe zu imprägnieren.